Das ist ja auch das, was die Produktion und vor allen Dingen der Sender, beide, weder Sat.1 noch Kabel verstanden haben, die immer gesagt haben, nimm die jungen Kandidaten, also ja, die, wie vorhin die junge Dame in dem langen Kleid, so, die haben keine Ahnung, was Menschen, die Lebenserfahrung haben, was die für eine Ausstrahlung haben, wie der Josef Ja. jetzt, wie, ich könnte dir Hunderte nennen, ja, ältere Damen auch, was die für einen Charme haben, was darüber kommt, wenn die Lebenserfahrung haben, das kriegt ein 25, 28-Jähriger ja meistens gar nicht so hin. Also ich sage mal, wirklich die Ausstrahlung von Josef, das ist das beste Beispiel für einen genialen Kandidaten für Geh aufs Ganze. Sensationell. Dann gehen wir jetzt übrigens ins Jahr 2003 und schauen in ein Sommerspecial von Kabel 1. Kurz zur Erklärung, Jörg, die Sommerspecials waren die letzten Folgen, die für Kabel 1 gedreht wurden für die Primetime, oder? War das so? Gehe ich jetzt einfach mal Ja. von aus. Weil die liefen 2015, eine Stunde lang, brutto. Genau. Michael, da warst du auch noch an Bord? Ja, ich gehe davon aus, dass Aber die von wie? mir aus sind. Ich habe mich ab und zu abgewechselt mit einem Kollegen, aber nicht so oft. Nee. Könnt ihr euch erinnern, Sommerspecial 2015, wusste man schon so ein bisschen im Blätterwald, oh, das ist jetzt vielleicht die letzte Chance, nochmal Folgen zu machen, oder hatte es andere Gründe, dass man 6 Folgen am Donnerstagabend um 7:45 gesendet hat? Wollte man da irgendwas ausprobieren, schon in Richtung, vielleicht ein bisschen in Richtung XXL zu gehen, oder könnt ihr euch da an irgendwas erinnern, was da die Beweggründe waren? Ich kann mich da definitiv nicht dran erinnern. Also zu Sat.1-Zeiten haben wir zweimal einen Abendausflug gemacht und haben den unter anderem, und das war natürlich großartig, gegen Linda de Mol gesetzt und hatten zumindest, was die Quote angeht, durchaus besser abgeschnitten. Aber auch da war damals schon klar, das Format ist für 90 Minuten nicht geeignet. Was jetzt den Sender, die Produktion bewogen hat, das mit den 60ern, muss ich ehrlich sagen, ich stutze gerade, weil ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass wir mehrere Male 60 Minuten produziert haben. Ja, 6 Folgen waren das, die einen Sommer lang, die wurden 2002 produziert und im Sommer 2003 gesendet. Ich glaube, dann ist dein Ansprechpartner definitiv Michael. Also ich weiß es gar nicht mehr, muss ich dir ehrlich sagen. Du erwischst mich auf dem kalten Fuß. Dann schauen wir doch einfach mal rein. Vielleicht habt ihr gleich Das die war Erleuchtung schlechthin. jetzt schwarzer Peter at its best. So. Ihr habt wieder einen schwarzen Bildschirm und los geht's mit übrigens mit dem Trailer, der damals gesendet wurde, den ich immer noch absolut unterhaltsam finde und genauso 2023 laufen könnte. Schauen wir mal. Jeder sollte das tun, was er am besten kann. Deshalb zocken Sie wieder. Lust drauf? Jagdträger und jetzt geben Sie sich die Ehre. Das kurze Sommer-Special von Geh aufs Ganze. Ich habe aufs Ganze. Jetzt hat es was, ne? Sechsmal Fieber, sechsmal feiern, sechsmal bitten, bis der Zock kommt. Wir sollen ihn sehen, ich sehe ganz klar, ganz klar. Geh aufs Ganze. Gleich. Kabel 1. Also, ich bin mal gespannt, was Michael dazu sagt. Das Ja. Ding würde heute noch so Ja, funktionieren, von oder? dem wenigen, was ich jetzt gesehen habe. Ist flott, modern, sieht Ja. nicht danach aus, als wäre das 20 Jahre alt, im Gegensatz zu den Sat.1-Folgen, denen man durchaus anmerkt, dass sie 30 Jahre auf dem Buckel haben. Aber diese Ja. Kabel-1-Version könnte 1 zu 1 heute so umgesetzt werden Ist und so laufen. ein Quantensprung, oder?
Also ich habe es, deshalb bin ich jetzt auch so überrascht, weil ich habe wirklich nie meine Sendungen angeguckt, weil aber ich denke, das kennt jeder. Jeder, der sich selbst hört, jeder, der sich selbst sieht, nimmt immer an, das hättest du alles viel anders, viel besser machen können und. Deswegen habe ich es immer nur dann gemacht, wenn zum Beispiel Michael gesagt hat, das war jetzt wirklich echt grundhässlich, was du da gemacht hast oder ganz blöde, schaust dir nochmal an, das sollten wir nicht nochmal machen. Dann ja, aber sonst nie. Den Trailer habe ich überhaupt nicht drauf gehabt. Ich bin jetzt echt wirklich, bin geradezu fasziniert, wie geil der ist. Den nehmen wir 24. Genau. Und auch ein wunderbares Opening. Und wir werden gleich die Veränderungen merken. Das Ganze sieht nicht mehr aus wie bei Sat.1, sondern, und das war ja, glaube ich, auch dein Wunsch, Jörg, das Ganze ist ein bisschen mehr einer Casino-Atmosphäre angepasst gewesen. Ne? Einschließlich des Mobiliars, der Spielflächen, die wir bekommen haben. Absolut, ja. Wir schauen rein. Willkommen bei Kabel 1 und geh aufs Ganze. Und hier ist der Meister des Songs. Hier ist Jörg Dreger. Ja, kurz und knackig, und da ist er denn schon. Super. Schönen Abend. Herzlich willkommen. Josef. Hallo Josef, wenn Sie sich freundlicherweise hier hinstellen wollen. Wir nehmen dazu die junge Dame. Bitte schön. Wir machen Folgendes. Wow. Wenn Sie ein bisschen näher daran gehen. Josef, wir gehen mal aus dem Bild und Sie schauen bitte nur nach vorne und wir schauen uns ein. Die Namensschilder sind halt schon immer scheiße. Schön nach vorne schauen. Nach vorne. So, ja. Bitte? Da haben wir zwei nichts zu suchen. Da haben wir beide nichts zu suchen. Wir nehmen die Dame in die und nehmen noch dazu. Moment. Eigentlich würde ich jetzt eine ältere Dame nehmen. Echt? Okay, nehmen wir. Ja, wenn man dann so kurz hat, ne? Jetzt machen wir Folgendes. Geben Sie mir 30 Sekunden, weil ich weiß, es geht um die drei Tore. Ich weiß ja, was hinter den Toren ist, und ich versuche einem jedem in etwa das zu geben, was zu ihm passt. Welches Wer Tor glaubt, ist mein Ausfall hätte, gewinnen? Würden Sie nehmen? Die goldene Mitte, 2. Okay, Platztausch mit Albertina. Albertine nimmt welches Tor? 3. Platztausch mit Josef. Und Josef hat das Tor 1. Gegen das Tor 1. Ja, ich muss mich jetzt etwas bescheiden, weil man muss sich auch erst umstellen auf die Euro. 100. 150. 200. Was machen Sie beruflich? Ich fahre Bauleiter. Was für ein Ding? Ich fahre Bauleiter und bin... Bauleiter. Sie fahren Bauleiter. Ich war Bauleiter. Sie waren Bauleiter. 200, machen wir 300. Gegen das Tor 1, ja oder nein? Nein. Das heißt, Sie sind Frührentner? Ja. 400 Euro. Nein. So geht, geh aufs Ganze. Nein. Oh, das sind jetzt 600, okay, gilt. Nein. Das sind 1200 Mark, ne? Ich weiß. Ich kann rechnen. 700. Nein. 800. Nein. Pause. Gegentor 2, 100. 200. 300, nicht ein mehr, ich weiß ja, was drin ist. Nein. Das heißt, Sie nehmen das Tor 2. Ich nehme das Tor 2. 400. Tor 2. Bitte Tor 2 auf. Ja. Tut mir leid. Bitte schön. Ich muss mal kurz unterbrechen. Du hast es gerade schon nebenbei gesagt. Das ist Geh aufs Ganze, oder? So hast du es dir gewünscht und so wirkt es auch, oder? Ja, genau so hätten wir rauskommen können vor 2 Jahren.
genauso. Ja, Michael, auch in deine Tat, favorisierte ja. Version? Ja, klar, mehr braucht's nicht. Ja. Ja. Das ist genau, um was es geht. Ich weiß nicht genau, was schade ist, dass ich weiß nicht, bei den Beispielen, die du rausgesucht hast, das, was Jörg vorhin meinte, es gab einige Spiele, wo der Jörg wirklich praktisch im Super Speed gesprochen hat, um die Kandidaten auch zu verwirren. Wollen sie 1, 2, 3 oder doch den Umschlag oder den blauen Umschlag, den gelben Umschlag, was wie so eine amerikanische Aktion oft war, gerade wenn sie, was großartig war. Wenn du mal so, weil das war immer so, wow, wenn du sowas mal findest, guck dir das mal an, weil das ist einfach die höchste Kunst des Kandidatenverwirrens. Da war ein Spiel, das kam, glaube ich, ideenmäßig von dir, 3 Tröten und nur die Tröte, die trötet, führte zum Gewinnen. Und dann haben wir halt immer gesagt, okay, hier haben Sie 3 Tröten. Wenn die gelbe Tröte trötet, dann bekommen Sie den Preis nicht. Wenn die gelbe Tröte trötet, die rote Tröte und Sie tröten. Und dann haben wir nur getrötet und getrötet und getrötet. Und am Ende war das, ja, solche Wortspiele, hat Spaß gemacht ohne Ende, ja. Fantastisch, weil da warst du so beim Zuhören total verwirrt. Was sagt der Träger? Um Gottes Willen, was nehmt ihr? Fantastisch. Und eben auch halt die hohe Disziplin des Würfelns. Die ja. auch im, da gab es sehr, sehr viele Highlights. Einfach ja. Jörg und der Würfeltisch. Fantastisch, fantastisch. Ja, und was ich übrigens merke, wie sehr Jörg auch daran aufgeht, wenn auch was zurückkommt vom Kandidaten, wenn ein frecher Spruch zurückkommt, wenn man das Gefühl hat, es ist ein wirklicher Gegner und kein Opfer, um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen, aber der ihn auch herausgefordert hat und so weiter, ne? Ja. 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 Und das funktioniert halt nur, wenn, so wie Michael das ganz zu Beginn gesagt hat, wenn die Begegnung zwischen Kandidat und mir sich in dem gleichen Augenblick vollzieht, in dem wir uns sozusagen in die Augen gucken und nicht, wo er vorher schon ausgeguckt wird, wo er dann von Daniel schon in ein Gespräch verwickelt wird, dann wird er mir vor der Werbung hingestellt, dann kriegt er das Mikro um und wenn ich dann komme, dann muss ich ihn nur noch abholen, dann war ja schon, da konnte Daniel logischerweise nichts für, aber das System war einfach grauenhaft. Aber was, woran ich mich erinnere, Jörg, ist unter anderem, dass es relativ dünnes Eis war, wenn der Kandidat diesen Punkt verlassen hat und wurde so ein bisschen großkotzig, arrogant, wollte mehr, glaubte klüger zu sein als du, dann hast du auch ganz schnell ins Gegenteil umgeschwenkt, ne? Ja, aber ich sage mal, wenn man überhaupt von Stolz reden kann, weil ja, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, ja gut, also was soll dann da schief gehen? Also da kann man nicht wirklich stolz drauf sein. Worauf ich dann in dem Zusammenhang aber stolz war und bin, ist, dass ich nie jemanden verletzt habe, nie unter den Gürtel geschlagen habe. Natürlich, wenn du mir Kaugummi kauend und eine Hand in der Hosentasche entgegenkommst und sagst, heute, Alter, mach ich dich fertig, ne? Ja gut. Dann sind wir beide auf einer Ebene, wo wir natürlich dann verbales Ping-Pong auch auf dieser Ebene zu Ende spielen. Also ich hatte wirklich immer das Gefühl, wie weit ich auch in der Körpersprache, auch eben vor allen Dingen in der Ausdrucksweise, wie weit ich gehen kann, ohne den anderen mehr zu verletzen, als es für das Spiel verträglich ist. Weil es war ja keine Benefizveranstaltung. Also die Überschrift war ja schon, Jörg will alles haben. Und wenn du es gerade zum Beispiel am Anfang, als der rechte Kandidat, der Josef, da steht und der Jörg ihm 100, 200 Euro anbietet und dann wirft der Jörg nur so einen Halbsatz ein, was machen Sie beruflich? Das war so ein Klassiker vom Jörg. Und immer mal wieder, weil das die Leute verwirrt, wie Beruf. Und da kurz mal die Leute aufs Glatteis führen. Und das hat er einfach immer großartig gemacht, Jörg. Einfach fantastisch. Einfach psychologisch echt 100 Punkte. Ich liebe dich, Michael. Ach naja, nee, einfach toll. Nein, also, ich nach Albertine. Nun ist es etwas unflätig, wenn ein älterer Herr einer jungen Dame Bargeld anbietet. Ich wechsle von Bargeld auf Umschlag. Grüner Umschlag gegen das Tor 3. Nein. Gelber Umschlag gegen das Tor 3. Nein. Verheiratet? Nein. Lust drauf?
Kommt drauf an. Auf ihn natürlich. Ja. Gibt es da jemanden? Nein. Wäre jemand hier, der prinzipiell ist, war völlig klar. Kommt einer der beiden Herren für Sie prinzipiell in Frage? Nein. Nein. Tor 3 oder den gelben Umschlag? Jetzt musst du die beiden aber auch erstmal so schnell finden. Umschlag, ja, eine wunderbare Reise. Das ist so geil, dieser Gegenschnitt. Segelkurs mit allem drum und dran nach Kenia gewinnt. Weil so genau konnte er ja gar nicht wissen. In den Indischen Ozean. Dann stopp mal ganz kurz. Nee, was eben Jörg gerade sagte, eben, und das war auch immer die Aufgabenstellung, wenn halt sowas kam, wenn irgendwie Onkel, Tante oder sonstige der Jörg die Züge gemacht hat zu Menschen, die irgendwo im Publikum saßen, galt es halt immer in Sekundenschnelle die Menschen zu finden auch. Ja. Und das war halt einfach ein Traum, wenn du eine Kameracrew hast, die halt oft dabei ist, die eben schon auch immer geguckt haben und wussten, na, da könnte es vielleicht, wer guckt gerade, interessiert, der oder die könnte es sein. Und so war man auch in der Lage, wirklich relativ zeitnah, und es muss einfach im Sekundenrhythmus gehen. Man kann da nicht erst eine Minute später auf die beiden Burschen, diese zwei Fußballer, schreien. So und es ist auch völlig egal, dass sie leicht im Dunkeln sitzen. Es ist völlig egal. Mein Thema war immer, egal drauf, und wenn es irgendwo hinten im Dunkeln ist, Blende auf. Wir wollen sehen, was da passiert. Und das war immer das Credo. Und nur so geht es. Aber dazu muss man eingespielt sein. Ja. Nur dann kann man auch so spontan reagieren. Und das ist dann von unserer Seite, von Regie, Kamera, Bimi-Seite, auch einfach ein Riesenspaß. Weil, hey, ja, Sensation. Eine Woche nach Kenia in die Ferienanlage Paradise Beach Hotel gebracht. Bei einer mehrtägigen Segeltour hätten sie am Deck eines Luxusseglers die tropische Sonne genießen und die schönsten Strände des Landes entdecken können. Der Wert 2.800 Euro. Leider nein. Darf ich mal ein bisschen Geld haben von Ihnen, Josef? Ich mach's jetzt einfach mal doch. Also, sie sind jetzt 300. Wenn ich heute noch so ticke wie damals, würde ich Josef gewinnen lassen. Und bei den Eltern? Ja. Tiere im Haus? Ja. Katze? Ja. Vogel? Nein. Hund? Ja. Hund und Katze vertragen sich? Ja. Das sind jetzt, glaube ich, 400, genau, oder? Kurzatmigkeit durchaus nicht unsympathisch. Mehr geht nicht. 500 Euro oder Tor 3, was Sie jetzt sagen, gilt. Tor 3. Tor 3. Reden Sie bitte schon mal ganz langsam Richtung Simone gehen. Tor 3. Es tut mir leid. Bitte auf. Ja. Josef macht das. Jawohl. Ich habe auch an der Stelle erst entschieden, Josef soll gewinnen. Okay. Woran hast du es festgemacht? Na, ich sag mal, jetzt Aura hört sich so großkotzig an, aber die, oder sagen wir mal, die Ausstrahlung der beiden anderen Kandidaten. Ja, also der erste junge Mann, wo man sagt, naja, gut, also eigentlich egal, ob er gewinnt oder nicht. Bei der jungen Dame weißt du schon, jeder denkt jetzt, die wird gewinnen, weil so wie die aussieht, fällt der Jörg voll drauf rein. Ja, genau. Pech gehabt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und Josef ist halt einfach, ja, er ist halt einfach Josef. Ist ein Typ, ne? Ja. Ja, ein Typ. Der ist, der hat eine Ausstrahlung, die ist einfach geil, ja. Obwohl er Bayer ist. Wir sind übrigens. Der ist kein Bayer, der ist Österreicher. Achso. Okay. Wir waren bei welcher Summe Geldes? Die ich Ihnen bei ungefähr 1.000. Na, so weit waren wir noch nicht. Aber, nein, aber ist eine runde Zahl. 1.000 gegen Tor 1. Und Sie sollten einfach bedenken, dass, sagt eine alte statistische Regel, wenn in 2 von 3 Toren der Zonk ist, was im Tor 3 und im Tor 2 der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass im dritten Tor, hier benannt Tor 1, auch der Zonk ist, nahezu 100%. Dann ist gut. Das heißt, Sie nehmen jetzt die 1.000 Euro. Ich nehme Tor 1. Ach so. Eine Logik, so. Aber jeder glaubt sie. Sie leben von der Rente? Ja. Von kleinen Ersparnissen. Von kleinen Ersparnissen. Man hat gearbeitet. Man hat gearbeitet, aber man hat auch eine Frau. So schaut's aus. Ist kein Ausgang. So geht's. Dafür brauchen wir das Geld. So schaut's aus. Dann sagen wir 1.200. Nein. Wir reden von Euro. Ja, ja, ist mir auch klar. Dann sagen wir 1.500 Euro. Nein. Geil. 1.800. Nein.
Ist Ihre Frau hier im Studio? Ja. Also an der Stelle weiß ich immer, wie weit ich jetzt noch gehen kann. Ich finde dann genau den Punkt, wo er sagt, jetzt nehme ich das Geld. Das ist, ich kann es nicht erklären. Das war immer so, das wird auch immer so sein. Schwitzt man, Michael, in der Regie, weil man sagt, ja, Jörg, 2000, jetzt ist aber auch gut. Wir müssen doch ein bisschen aufs Budget schauen. Oder ist dir das in dem Moment als Regisseur egal, weil nicht deine Baustelle? Nein, das kann ich mir nicht egal sein. Nein, es ist aber nicht meine Baustelle. Ja, das okay. Ist, damit habe ich nichts zu tun. Die Entscheidung, das ist Produktionsentscheidung. Damit habe ich nichts zu tun. Der Jörg kann von mir aus 10.000 ausgeben. das war einfach nicht, damit habe ich nichts zu tun. Das ist nicht meine Entscheidung. Und Jörg, kann es sein, dass hinter der Kamera jemand von der Produktion stand, der dann irgendwann abgewunken hatte und gedacht hat, oh Gott, dreht er jetzt völlig durch oder nein? Ja, gab es, aber das war dann eher so, ich sag mal so, die schelmische Art. Ne? Na, du Böser, jetzt reicht es aber langsam. Okay. Also nie die ernsthafte Aufforderung, ey Alter, jetzt ist Schluss, nicht so viel. Weil, aber ich sag mal, da konnte sich die Produktion, das war in dem Fall der Helmut Kastner, der Geschäftsführer von der Janus TV, wo, was wir vorhin ja schon mal erwähnt haben, Michael und ich uns vor 2 oder 3 Wochen anlässlich des 20-Jährigen in München wieder getroffen und wiedergefunden haben. Auch den Helmut Kastner, der jetzt in Frührente sozusagen gegangen ist, nicht einmal ernsthaft gesagt, ey Leute, das geht so nicht weiter, wirklich nicht. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino, was aber auch jetzt, also es war jetzt nicht so, dass man uns alles hätte machen lassen, weil wir waren alle so eingespielt, wir alle, Michael, auch wenn er jetzt sagt, das ist nicht seine Baustelle, natürlich nicht, aber letztendlich, wenn du so willst, meine auch nicht, aber man wusste auch als ganzes Team, wir können den Bogen auch nicht überspannen, weil wir tun uns ja selbst weh, logischerweise, weil wenn du das Budget um ein Vielfaches überziehst, dann geht es dir ja selbst irgendwann an den Kragen. Ne? Also das war wirklich, ich sage mal, auf ein Jahr gesehen, auf 240 Sendungen gesehen, war das wirklich, wirklich immer ein Ausgleich. Und du hattest ja auch die geile Chance bei Geh aufs Ganze. Ich konnte ja selbst sein und das war das Geile. Dann konntest du ja auch sagen, wenn wirklich einmal 2 Autos, ein Motorrad und noch eine riesen Reise rausgegangen ist, dann konntest du sagen, und Michael hat dann die Ausstrahlung halt entsprechend so gesetzt, dass ich gesagt habe, ey Leute, ihr habt das alle gesehen, gestern, die Sendung war sowas von sauteuer. Ich gelobe jetzt hoch und heilig, die nächsten 3 Sendungen geht nichts raus. Was meinst du, was das denn für einen Spaß gemacht hat, auch in den dann 3 folgenden Sendungen zu sagen, Leute, erinnert, ne? Ich habe gesagt, es geht nichts raus, also weiß ich nicht, außer Zahnbürste und weiß ich nicht, Kasten Bier, aber es geht nichts Großes raus. Und hast das denn durchgezogen? Also das war schon ein Riesen, so ich quatsch wirklich viel zu viel, also das war wirklich ein Riesenspaß. Und nochmal, also das, was wir jetzt hier sehen, ja, also gut, Michael wird sagen, pass auf, hier und da und Licht und Ton und keine Ahnung, vielleicht auch sogar die Jacke, aber so wie wir das jetzt hier sehen, genau so könnten wir es heute weitermachen, Vorabendprogramm 19 Uhr, sensationell. Problemlos, sofort. Alles klar. 1800. Ja sagen. Er soll selber entscheiden. Wie lange entscheiden Sie schon selbst in Ihrer Ehe? 31 Jahre. 31 Jahre. 2000 Euro gegen Tor 1. 2500 nicht. Was glaubt der Mann, was da drin ist? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wie wir gerade festgestellt haben. Okay, 3000 Euro, aber höher geht's nicht. Boah. Ist das spannend, oder? 100 Euro, ne? Ja, ja, ist mir klar. Diese Reise... Nein, nein. Auch nicht. Nein, nein. 3500 Euro. Nein. Boah, ist ja... Du glaubst, du knackst den noch, ne? Aufträger. 3.800 Euro. Nein. Wenn Ihre Frau Sie was fragt, sagen Sie aber schon ab und zu mal ja. Es kommt drauf an. Ist das schön. Ist das schön. Ich mache einen anderen Vorschlag. Sie nehmen weder das Tor 1 noch das Geld. Wir machen ein ganz schnelles Kartenspiel und... Nein. 4.000 Euro. Den Hut ab. Bei 4.000 Euro, Josef, muss ich mich geschlagen geben.
Tor 1, bitte auf. Sehr geil, sehr geil. Ah. Es tut mir, glaube ich, mehr weh als Ihnen. Josef, Dankeschön. Ja, das hat mir echt weh getan. Aber ja, auch da wieder, da wusste, also als Außenstehender, keiner, was da jetzt hinter ist. Ne, da nee. Gab's, und auch als Kandidat, weißt du, glaube ich, denkst du der, ja, mit seiner Theorie und da muss jetzt der Song drin sein, glaubst du, wie blöd ich bin? Natürlich bleibe ich beim Tor und krieg dann die Quittung dafür. Aber auf so eine sympathische Art und Weise, dass man nicht das Gefühl hat, er hat es einem irgendwie krumm genommen, ja, oder? Das ist ja auch das, was die Produktion und vor allen Dingen der Sender, beide, weder Sat.1 noch Kabel verstanden haben, die immer gesagt haben, nimm die jungen Kandidaten, also ja, die, wie vorhin die junge Dame in dem langen Kleid, so, die haben keine Ahnung, was Menschen, die Lebenserfahrung haben, was die für eine Ausstrahlung haben, wie der Josef jetzt, ja. Wie, ich könnte dir Hunderte nennen, ja, ältere Damen auch, was die für einen Charme haben, was darüber kommt, wenn die Lebenserfahrung haben, das kriegt ein 28-Jähriger ja meistens gar nicht so hin. Also ich sag mal, wirklich die Ausstrahlung von Josef, das ist das beste Beispiel für einen genialen Kandidaten für Geh aufs Ganze. Sensationell. Und im Alter vielleicht auch, weiß ich nicht, ob du das bestätigen kannst, eine Art ehrlichere Freude, wenn man einen tollen Preis gewinnt, weil man eventuell sein ganzes Leben lang hart gearbeitet hat und weiß zu schätzen, dass man jetzt ein Auto oder eine Reise geschenkt bekommt, weil man weiß, wie lange man dafür sonst hätte arbeiten müssen? Also ich sage jetzt einfach mal, bei Tiefenpsychologie ist nicht so wirklich mein Handwerk. Obwohl, nee, ich muss das Gegenteil sagen, bei Geh aufs Ganze, natürlich ist Tiefenpsychologie mein Handwerk. Sonst hätte es ja nie funktioniert. Ich würde so pauschal wirklich nicht sagen. Ich glaube, das ist halt wirklich, Umwelt, Umfeld bedingt. Also auch bei jungen Menschen, wir könnten jetzt ja noch von den 1738 Sendungen noch welche zeigen, wo auch junge Leute mit ähnlich viel Empathie rüberkommen, mit ähnlich viel Spielfreude. Also das würde ich jetzt nicht an der Generation, sagen wir ganz einfach, möchte ich nicht an der Generation festmachen. Okay, wir schauen mal, vielleicht ist in der nächsten Runde jetzt der ein junger Kandidat. Guck mal, weil, Joachim, ne? Genau, Sasso Italiente, deswegen wusste ich nicht. Joachim, bitteschön. Ja! Unglaublich. Bitteschön. Einer von denen, die Michael vorhin gelegt hat, oder? Joachim, willkommen im Spiel. Bitte was? Das ist, glaube ich, einer von den beiden jungen Männern, genau, die Michael vorhin auch im Bild hatte, ne? Ja, genau. Wir machen Folgendes. Also, wir haben vier Buben im Spiel, von Karo bis Kreuz, vier Damen, ein gleiches, vier Könige und vier Asse. Sie mischen und dann bekommt jeder von uns fünf Karten. Kannst du ganz kurz mal anhalten? Ja. Der ja jetzt auch zum 20-Jährigen da war, Jo Morawetz, der geilste Producer und mein bester Freund, aber wirklich der geilste Producer, den ich mir vorstellen kann, nicht nur für dieses Format, für alle, aber besonders für Geh aufs Ganze. Und genau dieses Spiel ist seine Idee gewesen. Der Jo, jawohl. Liebe Grüße. Ja. Aber verdeckt. Sie mischen oder heben, machen Häufchen, genau. Ja, bei der Größe dieser Karte ist Häufchenbilden einfacher als Mischen. Ja, okay. Und jetzt bekommt jeder fünf Karten. Danach in einer völlig willkürlichen Reihenfolge, aber immer im Wechsel, decke ich eine Karte auf. Und dann vergleichen wir die beiden Karten und die höhere gewinnt. Handelt es sich um zum Beispiel zwei Könige, gewinnt logischerweise der, der in der Kartenfarbe höher ist. Das Spiel kannst du noch in 100 Jahren spielen. Um das Tor 2. Bitte auf. Sie zocken gerade um diese... Ja, wie geil ist das denn, ja? Der richtige Kandidat ist oder? Mit der XLS650 Dragstar. Schickes Retro-Design und moderne Technik wie der Kardanwellenantrieb und fahrtwindgekühlter OHC V2 Motor mit 649 Kubikzentimetern Hubraum bringen Ihnen Fahrspaß pur. Der Wert 5.600 Euro. Josef, ich muss immer noch 10 rüberschauen. Ich fasse es nicht. Jetzt schauen wir mal einmal blitzschnell. Ich verrate es noch nicht.
Wir nähern uns mit der Kamera blitzschnell der Ehefrau von Josef und schauen in ihr Gesicht. Ach, wie schön. Das quittiert sie mit Gleichmut. Was müssen Sie ihr schon alles zugemutet haben? Unglaublich. Okay, Joachim, wer deckt die erste Karte auf? Sie oder ich? Ich fange an. Okay, Reihenfolge völlig beliebig. Die Mitte, okay. Ja, einfach umdrehen. Das ist sozusagen die niedrigste Karte, die im Spiel ist. Jetzt hoffe ich, dass ich dafür nicht gleich ein Ass opfern muss. Oh. Die höchste gegen die niedrigste. 1:0 für mich. Wer deckt als Nächster auf? Ja, danke. Jetzt dürfen Sie. Jetzt decke ich als Erster auf. Jetzt nehme ich mal die Mitte. Oh, habe ich doch schon wieder ein kleines Ass. So gut gemischelt, ja. Eieiei. So, jetzt müssen Sie einen Stich machen. Ne? Sie müssen einen machen. Oder ich biete Ihnen, ich nehme an, der Herr mit der auch sehr italienischen Brille gehört dazu, in welcher Verbindung auch immer. Eine Reise nach Mallorca, zwei Personen, wenn Sie jetzt aus dem Spiel aussteigen. Gut, über das Mikro könnte man heute mal nachdenken. Aber wenn Sie jetzt einen Stich machen, sind Sie wieder drin. Überhaupt nicht. Das muss so sein. Ja. Ich nehme die Reise. Jetzt erstmal. Bei Preis ist heiß in den USA. Benutzt es immer noch ein Mikro, so ein ganz langes, wie vor 50 Jahren. Das ist Teil der Sendung. Ja, vor allem kann ich es immer schön unter den Arm klemmen. Ja, deswegen wurde es ja so gemacht. Ja. Ja, Jörg Träger Special, kann man nicht kaufen. Einer oben, ne? Adieu. Jetzt nehmen wir endgültig die Reise. Es war eine Herzbube, die zweitniedrigste. Sven, die Reise nach Mallorca. Für Joachim, herzlichen Glückwunsch. Ich könnte sagen, die Blues Brothers fliegen nach Mallorca. Steigen Sie ein in den Aeroloid-Flieger, der Sie und Ihre Begleiter nach Mallorca ins Grupo Hotel Los Principes bringen wird. Das mal, die Blues Brothers haben auch schon den ist direkt am wunderschönen Strand Playa de Mudo gelegen. Die einwöchige Reise hat inklusive Halbpension und Mietwagen von Holiday-Autos einen Wert von 1.380 Euro. Joachim, Christian, ich wünsche euch einen wunderschönen Urlaub. Klaus, haben Sie Führerschein Klasse 1? Ehrlich? Nicht gelogen? Wollen wir uns das Motorrad spielen? Bitte schön. Ja, wie geil ist das denn, Träger? Gleiche Spielregel. Sie mischen oder machen Häufchen. Oh, was ist passiert? Nee. Ja. Ja, wir, aber nicht umgebaut, sondern einfach weiter. Egal, das was da unser Radschädel-Time, ne? Der Ring ist auch echt, ne? Die Haare auch? Okay, also 5 Karten wieder jeder. Es geht um das Motorrad. Und man sieht den Ring, geil. Werte von über 9.000 Euro. 2, 4, 5. 1, 2. Wer soll als Erster seine Karte aufstecken? Okay, welche auch immer Sie wollen. Karo Dame gegen Kreuzkönig, 1:0 für mich. Ja, ist ja noch nichts passiert. Ich die Nächste, nämlich die Außen, Pique Dame gegen das Ass. Eins beide. Klaus, wer soll? Ich fange an. Bitte. Ein König. Jetzt dagegen bereits ein Ass zu nehmen, wäre blöd, ne? Ja, okay. Ja, weil ich war mir nicht ganz sicher. Ne? 2-1, Sie sind dran. Wer deckt auf? Ich überlasse. Wir könnten uns auch auf Folgendes einigen. Wenn Sie sich eine schwarze Brille und ein schwarzes Toupet zulegen oder ein brünettes, erweitern wir die Reise nach Mallorca für 2 Personen auf 3. Und Sie steigen aus dem Spiel aus. Nimm die Reise. Moment. Also, das wäre dann keine Individualreise, ne? Sie müssten mit diesen beiden Herren. Ja, nein, das war's, ne? Das war's. Okay, dann spielen wir weiter.
Und haben die Herzdame gegen 2-1 steht es für mich, mache ich den nächsten Stich. Und ich mache ihn leider nein. Klaus, danke, dass Sie so sympathisch quittieren. Und wir schauen uns jetzt das Auto an, um das es heute im Big Deal geht. Bis gleich. Unser heutiges Big Deal Auto ist dieser Audi TT im Wert von 30.000 Euro. Und um den geht's näher im Finale. Ja, wie gesagt, beste Unterhaltung kann man heute noch genau so machen. Ja, Essen ist fertig. Genau. Dann würde ich, noch mal ganz schnell in den Big Deal reinschauen, dass wir da noch einen Anschluss haben. Und ich sehe schon, ohne es gewusst zu haben, dass die beiden, die Bruce Brothers, wohl um den Big Deal spielen. Okay. Wenn ich das richtig sehe. Schauen wir mal eben, wo ich hier die richtige... Ja, also das Ding wirklich, kannst du so nehmen. Ja gut, Sat.1 macht ja im Moment... sinnlos und erfolglos sämtliche Wiederholungen von längst produzierten erfolglosen Sendungen könnten sie natürlich ja auch, weil sie in der gleichen Familie sind, die aufs ganze Sendungen aus dem Jahre, weiß ich nicht, 2002, 2003 senden, wa? Ja. Könnte man. Über dem Sendedurchschnitt wette ich mit dir. Songs sind auch alle reichlich heute. Ich nehme heute... So, du suchst aus, Jörg. Mallorca wird gesetzt. So, Freunde der Nacht. Jörg hat entschieden, wer in den Big Deal geht. Mallorca ist es heute, sagt er. Also, nicht die Wahl, nicht die Frage... Ja, aber ist da jetzt nicht irgendwas, was du überspielt hast? Dass ich es sagen musste, weil die Entscheidung anders getroffen wurde, nicht ich willkürlich, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Also wie gesagt, mir war da das... Da hätten ja Michael auch. Und ich hätten uns dagegen gesträubt, wette ich mit dir. Ich kann ja mal ein kleines Stückchen noch zurückgehen, vor die Werbepause mal gucken, ob du da irgendwas sagst. Ja? Ja. Wie nehmen Sie denn da mit? Ja, mein Mann. Ja, klar, wen sonst, ne? Wunderschönen Urlaub, Anita. Ich zeige Ihnen nur noch, was hier drunter ist. Es wäre der Zong gewesen. Ja, wunderschönen Urlaub. Anita, danke schön. Und wir zeigen Ihnen ganz schnell das Auto, um das es gleich im Big Deal geht. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Unser heutiges Big Deal-Auto ist diese Audi TT im Wert von 30.000 Euro. Und um den geht's gleich. Ich weiß die Lösung, aber sage ich dir gleich. Okay. Die Songs sind auch alle reichlich heute. Ja. Ich nehme heute Mallorca wird gesetzt. Bitte. So. Ich weiß jetzt nicht, warum wir uns den Anschein geben wollten, dass es so aussieht, als würde ich entscheiden. Vielleicht haben wir die wahre Entscheidung dem Publikum auch mitgeteilt. Also es ist ein bisschen kauderwelschig jetzt das Ganze. Aber wir haben, um Zeit zu gewinnen, haben wir mit den Kandidaten das in der Werbepause entschieden. Ja. Okay. Warum das denn jetzt von mir nicht offenbart wurde, sondern wir einfach fürs Publikum im Studio war es klar, wie es gelaufen ist. Aber warum wir jetzt den Fernsehzuschauer in die Lage versetzt haben, könnte annehmen, ich hätte es entschieden, verstehe ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber da ich ja meine Sendung nie geguckt habe, es sei denn, dass Michael es anders im Sinn hat. Aber ich würde jetzt wirklich, also nahezu mein Mittagessen, zumindest von heute, was ja eh kalt ist, setzen, dass wir das
immer mit den Kandidaten geklärt haben. Weil also alleine die Vorstellung, dass ich das entscheiden sollte entschieden hätte. Also ich denke, da wären wirklich alle, Michael und ich voran, Sturm gelaufen zu sagen, Leute, das geht nicht. Also ich würde auch behaupten, das war eine freiwillige Entscheidung der Kandidaten. Warum es jetzt, vielleicht hat es auch mit dem Sommer-Special zu tun, dass dort jetzt die Entscheidung etwas nicht ganz offensichtlich ist. Aber ich möchte mir auch einbilden, es wurde kommuniziert. Okay. Und dass tatsächlich die Kandidaten sich entscheiden konnten oder mussten oder konnten, wer in den Big Deal geht. Weil natürlich hättest du niemals jemand sein Auto oder auch eine Reise oder was oder selbst 500 Euro weggenommen, wenn die Menschen das behalten wollen. Ja. Und, aber da gilt es mal Faktencheck, Frank. Ja, genau. Und eure These unterstützt zumindest, dass der Kandidat sich ja zu freuen scheint. So nach dem Motto, nicht Mist, Jörg hat mich ausgewählt, ich wollte meinen Preis behalten, sondern es hätte er gewusst, dass er jetzt auch in den Big Deal geht, weil er sich in der Werbepause womöglich dafür entschieden hat. Ja, okay. Ich schaue mir noch andere Folgen an und gucke, dass ich das nachliefere. Jetzt schauen wir mal, ob der gute Mann, den wir glücklicherweise schon in der Vorrunde gesehen haben, das heißt, wir haben jetzt eine emotionale Bindung zu ihm. Wir sehen jetzt, ob er das Big Deal Auto gewinnt. Dann war es eine gute Entscheidung. Joachim setzt offenbar gerne. Naja gut, hier sagst du nochmal, dann war es wohl anscheinend eine gute Entscheidung. Hier suggerierst du natürlich auch nochmal, du hättest entschieden. Ne? Geht zumindest aus diesem Satz hervor. Nee, aus dem Satz geht hervor, dass er in der Absprache selbst gut entschieden hat. Okay. Wir erklären das. Ja, wir nehmen Ihren Blue Brother dazu. Mit Brille, Christian. Mit Brille. Christian, willkommen im Spiel. So, Mallorca weg, ein bisschen dichter an mich heran. Die Spielregel nur zur Auffrischung ist die, dass Sie nicht, ich kriege gerade ein Zeichen, noch enger zusammen. Sie wählen nicht ab, sondern Sie entscheiden sich für eines der drei Tore. Für das Tor 1 oder das Tor 2 oder das Tor 3. 2. 2. Dann machen wir Tor 1, das er nicht gewählt hat. Bitte auf. Schade, das neue Bluesmobil ist weg. Das weiß ich aber auch nicht, warum ich das neue Definition des klassischen Sportwagens. Ohne Schnörkel ist sein Design eine wahre Augenweide. Mit vielen technischen Raffinessen ausgestattet, bietet das Audi TT Coupé Dynamik pur. Der Wert 30.000 Euro. Den haben wir auch bei uns. Ja, rot. Allein für die Chance kann man ja schon mal Mallorca setzen. Na, zumal ihr beide in einem Zimmer gewohnt hättet. Da verstehe ich mich jetzt selbst nicht. Nee. Was denn? Naja, ich verstehe jetzt nicht, warum ich ihm jetzt das Auto schon weggenommen habe. Es sei denn, wir haben, was uns zuzutrauen ist, das Auto zweimal im Spiel. Dann verstehe ich es, dann war es sogar glänzend. Aber ihm es jetzt gleich weggenommen zu haben, also ich gehe mal davon aus, da ist das Auto noch mal drin, weil sonst bin ich das nicht, der ich da gerade agiere. Wir sind gespannt. Wir werden wieder Zimmer gewonnen. Aber es ist ja noch, das hat sich nicht geändert, es ist immer noch ein zweiter Preis drin, heute zumindest. Ja, so was Kleines, Nettes. Kommen Sie noch ein bisschen näher ran, Joachim. Also Sie haben nur zwei gewählt. Sie dürfen, wenn Sie wollen, umentscheiden. 2 oder 3. Okay, da wurde auch schon die Möglichkeit gegeben, nochmal das Tor zu wechseln, was es ja zur Seit-Ein-Zeit nicht gegeben hat. Und da sagt der, der das Ziegenproblem erklärt hat, bleibe dann bei der Entscheidung, die du einmal getroffen hast. Aber das Ziegenproblem können wir jetzt nicht erklären, weil wenn überhaupt richtig, dann eh nur Michael. Aber ich glaube, das dauert dann doch wieder ein bisschen länger. Kann man googeln. Auch noch. Also ich bleibe bei Tor 2. Was hätten Sie ihm geraten? Ich habe vorhin Tor 1 gesagt. Und was raten Sie jetzt? Tor 3. Dankeschön. Vielen Dank. Hilft uns ungemein weiter, ne? Sind wir wieder am Anfang. Oh, das Tor 1 ist schon weg. Ja. Was Sie jetzt sagen, gilt. Ich bleibe bei Tor 2. Okay, Tor 3, das er nicht gewählt hat. Bitte auf. Danke. Ja.
Ja, jetzt kommt gleich wieder der Wermutstropfen. Was sich auch geändert hat, ist auch um diesen Preis, jetzt im Tor 2, müssen wir nochmal die 50-50 Chance spielen. Wenn ich Ihnen den Preis vorstelle, wissen Sie auch warum. Tor 2, bitte auf. Ach so, jetzt bei die Alten. Ja. Da ist ja noch ein Bluesmobil. Ja. Ja, ja. Ich sehe gerade 2003 und hier haben wir gesagt, auch den Audi TT. Das alte Audi TT, wir haben die gefunden. Jetzt noch die richtige Entscheidung fällt. Und sie besitzen die Dynamik pur. Der Audi hat einen Wert von 30.000 Euro. Christian, ich mache Ihnen vorhin einen Vorschlag. Setzen Sie sich doch bitte schon mal als Beifahrer nebenan. Hadi, sei so lieb, mach ihm die Tür auf. Vielleicht bringt das Glück. Vielleicht. Heieiei, sieht das aus, ha? Simone, komm zu uns. Toi, toi, toi. In einem der Kästchen ist der Zonk pur, im anderen Kästchen ist der Autoschlüssel des Autos. Kannst du kurz anhalten, bitte? Eines ja. Der beiden. Ja, ist ja einfach nur, also wir wollen uns ja nicht selbst loben, der Michael und ich oder die gesamte Crew mit Jo noch. Das ist übrigens Simone Derix, heute noch aktiv im Fernsehen, eine tolle Frau. Und die war natürlich beim 20-Jährigen vor 14 Tagen auch dabei. Hallo Simone! Hallo Simone! Kästchen, und dann sieht der nicht gut aus. Sieht, so können, oh, sie, auch aus, so können ja. Sie auch aussehen. Heieieiei. Was denn jetzt zu Booster? Okay, Joachim, wir drücken die Daumen. Also ich drücke nur einen drücke ich auch für uns. Ehrlich? Er ist doch so schön, das Auto. Okay. Okay, dann tauschen wir die Plätze, sie gehen rüber. Die linke Hand bitte hierhin, die rechte Hand hierhin. Und ganz langsam aufklappen und wir können es am Bildschirm alle oben am besten erkennen. Ganz langsam hoch. Ganz langsam hoch. Wer die Idee hatte, weiß ich auch nicht. Ganz langsam hoch. Hoch. Achso, Entschuldigung. Ja. Nein, das Kästchen. Ganz langsam aufklappen. Ja. 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 Tut so sehr freut mich. Setzt euch beide ins Auto. Von ganzem Herzen gönnt. Setzt euch beide ins Auto rein. Nehmt den Schlüssel mit. So, mit diesen letzten Bildern für heute bedanke ich mich bei allen, die mit uns gespielt haben. Unseren Gästen vom Zorn, unseren Gästen im Studio. Dankeschön. Und nicht vergessen, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Das ist der, ach, wie heißt der Michael? Simon, oder? Werden Sie sich freuen, sehr schön. Ich bin leider nicht an der Steckdose, weil ich ja hier und habe nur noch 3%, also kann jeden Moment brechen. Genau, wir sind auch schon am Ende. Vielleicht von euch beiden nochmal ein Abschlussstatement. Warum sollte man diese Version von Geh aufs Ganze 2024 wieder im Fernsehen sehen? Weil wir es können. Es macht Freude zu gucken, wenn es eine halbe Stunde ist. Ja. Genau. Und ich glaube, wir dürfen Michael immer noch zugestehen, dass auch Jörg das Schiff noch alleine lenken kann innerhalb einer Sendung, oder? Auf ja, alle aber, Fälle. Aber ja. Wirklich, aber nur mit der Crew. Weil, also nach der Erfahrung, die ich jetzt die letzten 2 Jahre gemacht habe, will ich nie wieder mit einer anderen Mannschaft an den Start gehen. Der Vorteil, wenn man etwas älter ist, ist ja der, man möchte gerne, man will unbedingt, aber man muss nicht unbedingt. Und ich sage mal, im Grunde, wenn wir jetzt ehrlich sind, Michael, ist das ja jetzt auch so eine Art Bewerbungsvideo, was wir hier machen.
Von mir aus gerne. Danke, Frank, dass du die Gelegenheit ergriffen hast. Dafür haben wir die 20 Jahre Janusfeier ja auch nur gemacht, um die Leute nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass also Simone, der Jo, du und ich und natürlich noch alle, die wir uns noch aussuchen dürfen, gerne wieder, ja, das rede ich lange, wir bringen das einfach. Zur Not in Eigenregie und dann wird rumgereicht ja. Bei den Sendern und wer zuerst. Und unabhängig davon hat das jetzt einfach, ich war erst ein bisschen skeptisch, das Ganze so hier zu machen, weil ich dachte, Mensch, das klingt, oh, hier sind Bienen und Mücken jetzt. das Ganze ist denn so, artet in Selbstlob aus, aber ist es ja wirklich nicht, weil alles, was wir gelobt haben, war ja völlig richtig, dass wir es gelobt haben. Nein, es war unterhaltsam, es hat riesen Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir sehen uns ja, Frank, am 11.8. und am 12. heiratest du. Und das erste Pärchen, das gespielt hat, wo wir die Hochzeit ja sozusagen zelebriert haben, die Dame heißt so, wie deiner heißt, ne? Genau, und das war jetzt nicht exakt deshalb von mir ausgewählt. Christine. Genau. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch beiden, dass ihr euch die ein oder andere Stunde Zeit genommen habt. Wir werden das ein bisschen kürzen, ein bisschen straffen, aber ich danke von Herzen, weil ich fand wirklich nicht, dass es eine Art Selbstbeweihräucherungsshow war, sondern dass wir Nostalgie ja. Und ohne Gräme, auch wenn die ein oder andere Spitze am Rande durchaus da war, nicht im Bösen zurückgeschaut haben auf die neue Produktion im letzten und vorletzten Jahr. Und trotzdem sind wir alle der Meinung, so gerade vielleicht auch in der Kabel-1-Variante, was das Studio angeht, was die Spielabläufe angeht, sollte man es wieder tun, liebe Fernsehmacher. Und ich bin mir sicher, wenn ihr im nächsten Jahr auf den Screenforce Days bekannt geben werdet, dass der einzig wahre Zockerkönig zurückkehrt, und zwar in einem Rahmen, wie es ihm besser gar nicht stehen könnte, dann seid euch sicher, werden die Marktanteile explodieren. Egal, ob in der Zielgruppe, in welcher Zielgruppe. Die Leute werden Spaß haben an der Show. Und das ist doch... Ich darf nur den Punkt nicht verpassen, an dem Johannes Heesters immer noch auf die Bühne geschoben wurde. Genau, der Michael schiebt dich dann sozusagen auf die Michael Bühne. Michael passt denn auf, genau. Ja, hat einen riesen Spaß gemacht. Dankeschön, vielen Dank an euch, alles Gute. Und Michael sehen wir übrigens in Kürze nochmal wieder, dann werden wir mit Harry Weinfurt uns nämlich auch eine Folge der Preis ist heiß anschauen. Seid also gespannt, irgendwann in den nächsten Wochen und mal gucken, welche Anekdote wir da denn zu erzählen haben werdet. Macht's und ich gut. Esse jetzt das zum dritten Mal aufgewärmte Mittagessen. Guten Appetit. Tschüss. Ich ciao. Danke euch, wir bleiben in Verbindung. Ciao, tschüss. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.